Hallo, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Wir spielen jetzt als Bastion, eine der wenigen Duelle, die der irgendwie gemacht hat. Und da hat Chess echt noch sein altes Outfit. Ach ja, der muss ja gegen Bastion ein Duell machen. Bäh, ist die fett. Um irgendwie an der Duellakademie zu bleiben oder so ein Scheiß. Und dann kommen seine ganzen Brüder dann gucken zu oder irgendwie sowas war da. Und dann verliert er und ab da wird er dann so übelst gehatet. Bastion jetzt auch diese ganzen Hydrogeddon und Wasserdrache oder wie die Scheiße heißt im Deck, weil wenn ja, dann uiuiui. Oh mein Gott, der hat echt so ein Deck. Irgendwie cool, habe ich noch nie mitgespielt, aber ich glaube, das ist super scheiße. Okay. Mit Dinos kenne ich... Oh mein Gott, was hat der mit Dinos? Also Dinosaurier-Monster kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich schau mir jetzt einfach mal kurz den, weil ich mit den beiden Wasserdrachen beschwören kann. Aber ich glaube, die müssen auf dem Feld sein, gell? Fuck, egal. Okay, mach ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was soll man da bringen, aber... Ah, ups. Jetzt hab ich die nochmal. Hä? Egal. Der 1800 Angriffspunkte ist, glaube ich, stark genug, um Chess seine Kackkarten zu überstehen. Brauche ich den auf der Hand? Ah ne, vom Deck. Okay, gut, ich wollte schon ausrasten. Ist schon so nicht unbedingt super geil, die Karte. Warum haben die immer irgendwelche Karten? Das ist ja mal richtig nervig und frustrierend die ganze Zeit nur. Ach, man muss zwei Hydrogeddon und ein Oxygeddon als Tribut anbieten. Wie unreasonable schwer ist das denn? Vor allem, wenn der sowas macht. Hat sich nicht gerade dem seinen Effekt aktivieren müssen? Das ist doch ein Feuermonster, oder nicht? Falls diese Karte durch Kampf mit einem Pyromonster... Ach, das ist kein Pyromonster, das ist ein Feuermonster. Das ist ein Kriegermonster. Pff. Triggert, aber okay. Geil. Obwohl ein normales Monster von Typ Drache hatte, soll er auf dem Deck. Ich weiß ja echt nicht, was der für Karten im Deck hat. Oh, mich regt halt auf, dass der jetzt wieder meint, übelste starke Monster zu spielen. Wer ist der Meister der flammenden Drachenschwerter? Ist schon ein bisschen kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Yes, danke. Jetzt so. Dings, wie heißt die Scheiße nochmal? Die komische Feinkarte da. Finsterbestechung oder was das war. Du kannst diese Karte von einem Friede verbannen, beschwöre ein normales Monster von Drache. Also hat der kein normales Monster im Deck. Cool. Richtig nice auf jeden Fall. Bin ich bockig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe halt echt gedacht so, ha, okay, also die erste Staffel, das wird wohl am nervigsten sein. Nein, das Tief ist am nervigsten. Das ist ja richtig fucking schwer mittlerweile, ey, zu gewinnen. Das wird immer heftiger. Ich will wissen, was bei der letzten Staffel da war. Warum habe ich diesen dummen Fluch, immer Karten 50 Mal zu ziehen, die ich nicht brauche, die ich null gebrauchen kann? So gar nicht, so überhaupt gar nicht. Ist auch beides kein Pyromonster, sondern... Ah ne, warte mal, hier, der endet den Effekt. Ah, ich hätte hier den Schnitt zerstören können, weil ich glaube... Wie war das nochmal? Kann man nur den angreifen oder kann man nur andere angreifen? Du hast eh gewonnen. Mein Gott, ist das schlimm. Ich überspringe mittlerweile einfach nur noch alles. Ich muss halt echt irgendwie ein Duell haben, wo ich Glück haben muss, dass der Gegner Scheißkarten zieht. Ich muss Glück haben, dass ich gute Karten ziehe. Und dann muss ich noch irgendwie Glück haben, dass
ich nicht super dumm bin und die ganze Zeit Fehler mache. Weil ich die Karten nicht kenne. Ich finde diese scheiß Duel Academy Uniform so geil, ne? Ist unbedingt auch so ein Name, ey. Ich wollte mir so Cosplay davon kaufen, soll einfach nur, weil ich so eine scheiß Jacke haben will. Ich finde die richtig geil. Ich weiß auch nicht, welche ich mir dann kaufen würde. Ich finde, ich habe gerade eigentlich mal gar nicht so scheiß Karten gezogen. Bin ich ziemlich stolz. So, jetzt benutzen wir den Beschwörermunch. Okay, ich habe gerade für einen Moment gedacht, dass der Monster nur eine Runde überlebt. Ja, ich brauche die eh nicht. Tschüss. Hä? Kann ich die vom Deck beschwören? Lol. Das ist immer komplett krass. Jetzt noch so ein. Einfach nur, weil der stark ist. Ich hab gedacht von der Hand. Ah ne, da war dieser Goblin-Berg oder wie der heißt. Ja, okay, cool. Jetzt bleibt wieder so ein Monster, was halt mit so einem dummen Schwert aus und ist wieder okay. Aber ich hab Spiegelkraft. Wieso ist der voll geil auf diesen komischen Meister der flammenden Blablabla? Wieso hat der eigentlich nicht sein Deck, aber ich schon mein Deck? Was ist die Story? Kunde macht wieder genau dieselbe Scheiße. Ich baller sie mich direkt die Spiegelkraft in die Schnauze. Ist mir scheißegal. Das dumm ist, weil ich das aufheben sollte. Ist mir komplett egal. Wie auch immer Remain Phase 2 nutzen, um dann noch schnell irgendwas verdeckt zu legen. What the fuck war das? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der jetzt auch Spiegelkraft hat. Deswegen lasse ich ihn hier jetzt. Oh mein Gott, das geht nochmal. Ja, gern. Oh nein. Oh fuck, ich muss dafür eine Zauberkarte wegwerfen. Ist jetzt nicht so geil gewesen. Muss ich jetzt leider zugeben. Die hat doch einen geilen Effekt, gell? Die hole ich mir jetzt. Die ist nämlich ziemlich geil. Jetzt kann ich die Spiegelkraft. Pass auf, dann habe ich meine wunderschöne Wiedergeburt schon weggeballert. Ich könnte jetzt mit dem angreifen, dann werden beide zerstört. Und das mache ich jetzt auch. Bevor der den wieder stärker macht. Denn noch habe ich ja einen. Ach, der kann nicht angreifen, der Runde, stimmt. Also gut, dass ich den doch angegriffen habe, damit ich den zerstört habe, weil ich wollte sonst mit dem angreifen. Hätte aber nicht funktioniert. Er hat den noch 12 Mal. Wunderschön. Nö, benutze wieder den hier. Tschüss. Voll die geile Karte, ey. Und hol mir den. Ist der von der Hand? Oh ne, ich hab schon mal gedacht, ey. Voll dumm gewesen. So. Dann greifen wir mit dem, der angreifen an. Bei dem Arsch. Und der Hyperhammerkopf hammert dem jetzt die Schnauze ein. Ich weiß gerade gar nicht, ob dort, wenn der den angreift, ob dann neben sein Effekt sich auch aktiviert. Am Ende des Damage Steps, falls ein Monster deines Gegners, das mit dieser Karte gekämpft hat, nicht zerstört wurde. Also ist halt egal wann. Boah, ist das anstrengend mit diesen. Ja, jetzt zerstörst du mein tolles Kackfieder. Wow. Die Karte, die man nie beschwören kann, die eigentlich noch voll kacke ist. Super. Also, ich könnte jetzt den hier mit dem sprengen und dann direkt angreifen. Oder ich greife mit dem an. Beide gehen kaputt und ich greife. Verliert keinen Lebenspunkt, aber dafür bestimmt nur noch das. Will ich ein stärkeres Monster behalten und dafür. Ich glaube, ich mache das doch so. Erstens verliere ich dann keinen Lebenspunkt und zweitens ist dem sein Effekt relativ cool, auch wenn ich zum Beispiel Monster in Verteidigungspositionen angreife, die stärker sind, werden die trotzdem zerstört. Danach. Eigentlich kann ich den jetzt ja nochmal beschwören. Toll, der 1600, aber egal, du wirst trotzdem dann verdecken, wenn du angreifst. Er hat einen Angriff, nice. Das ist toll. Mach ich jetzt auch wieder, ist mir scheißegal. Was hat Rampusch eh nicht.
eigentlich nie spielen können. Ich hab gedacht, man muss da einen so einen Hydro-Geddon allen. Was weiß ich, was Geddon oder wie auch immer die heißen. Aber ich kann ihn trotzdem angreifen. Dann müsste er eigentlich trotzdem zerstört werden. Ah, der kommt auf die Hand. Okay. Egal. Eigentlich ist halt gar nicht egal. Das wird scheiße. Ach nö. Fuck, warum greift er denn mit dem an? Das ist echt richtig anstrengend und frustrierend. Toll. Ganz toll. Wie soll man den als Spezialbeschwören beschwören? Ist da irgendwas im Deck dafür? Nö, ne? Boah, wenn ich den jetzt beschworen hätte, hätte ich voll das geile Feld und könnte den da wegballern. Aber ich kann halt nichts machen. Ich werde ihm seinen Effekt aktivieren, weil ich diese scheiß Zauberkarten nicht brauche. Ich habe eigentlich schon wieder verloren. Das, was mich gerade am meisten halt aufregt, ist einfach die Tatsache, dass das wahrscheinlich für euch super nervig zum Zugucken ist und mir das irgendwie voll leid tut. Kann man jetzt nur den angreifen oder den? Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal aus. Super, man kann nur den angreifen. Ganz fucking toll. Oh, ich finde das voll schlimm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Zeit so, da wenn du mich sonst richtig nervt, dann muss ich wahrscheinlich wirklich zu einem anderen Deck wechseln, weil ich will euch da nicht antun, wie ich die ganze Zeit nur am Losen bin. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das meine Schuld ist, weil ich einfach zu scheiße bin, um Decks zu benutzen, oder ob das einfach teilweise wirklich an den Decks liegt. Weil ich mache zwar echt viele Fehler, aber irgendwie ist das ein bisschen unfair von den Decks her, finde ich. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es echt nicht, so langsam zweifle ich an mir selbst. Von daher hat es so gut angefangen, ich hatte so Spiegelkraft. Hat Wiedergeburt, die ich dann auf den Friedhof geworfen habe. War das in dem Duell? Oh, jetzt habe ich sogar die hier. Voll geil. So, ich hole mir jetzt mit dem diesen komischen Scheiß-Dino da. Du kannst von einem Friedhof. Ich bin trotzdem. Hole ich mir trotzdem. Ich hätte vielleicht erst hier die aktivieren sollen, bevor ich die ziehe. Ne? Egal. Obwohl, das ist eigentlich sogar voll geil. Oh, das ist sogar richtig geil. Jetzt kann ich den auf dem Friedhof werfen. Hab den schon mal am Friedhof. Kann dann. Das muss ich kurz nachdenken. Mit dem kann man nur. Das ist ja da. Ne, warte mal, wo ist denn hier? Warte, ach da. Hydrogen, Oxygen und Duoterion. Duoterion. Also da ist der Carbonedon oder wie der heißt, nicht dabei. Ich werfe den trotzdem ab. Ich glaube, so langsam könnte ich ein bisschen Glück haben, das richtig nutzen. Komm, ich will jetzt noch so ein paar Geddon-Viecher ziehen. Okay. Dann legen wir den auf den Friedhof. Und behalten die ganzen guten Karten auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss jetzt leider echt hier die abwerfen. Oder ich werfe Blitzeinschlag, aber ich habe eh schon genug eigentlich. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war, weil die eigentlich echt gut ist, aber ich habe hier Raigeki und ich habe Schwarzloch. So, dann spielen wir den. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass der nicht wieder dieses scheiß Fieder mit der Kacke da ausrüstet. Aber selbst wenn, ich habe wieder Geburt.
Wieso hat der die Karte immer auf der Hand? Kann nicht wahr sein, ey. Boah, voll schlimm. Ich will 11 Karten. So, aber ich habe eigentlich echt eine gute Strategie gerade im Kopf. Ich hoffe nur, die funktioniert auch. Aber ich habe echt richtig geile Karten gezogen. Wenn ich jetzt verliere, das wäre wieder super peinlich. So, dann nutzen wir Wiedergeburt. Holen uns... den? Ist eigentlich egal, ne? Da kommt eh wieder auf den Friedhof. Ja, würde ich sagen. Außerdem kann der Bär hier dem keinen irgendwie Fallgrube oder so aktivieren. So, dann spielen wir... Ach man, ich hab keine Lust mehr zu leben. Ich darf nur noch eigentlich sterben. Ich wette, irgendwer von euch hat das schon kommen gesehen. So, warte mal, der hat einen Effekt, den man aktivieren kann, wenn er jetzt angreift. Und ihr hattet vollkommen recht, liebe Kinder. Ich war super scheiße und hab voll reingeschissen. Ich habe den scheiß Effekt aktiviert, um zu beschwören. Vorher habe ich noch so gesehen, wenn ich so am Drücken war. So. Hab dann aber zu schnell. Boah, macht mich. Ich will von die Switch gegen die Wand schmeißen, ey. Nur noch am Freestyle rappen. Wenigstens habe ich das jetzt gezogen. Danke, ey. Toll, jetzt habe ich diese dumme Scheißkarte. Bäh, ey, die bringt nix. Keine Sau wie die Karte hier beschwören. Vor allem, weißt du, wenn Jaden sein komisches Scheißdeck hatte oder was auch immer wäre. Zane, der kriegt dann seine ganzen Future-Karten und es gibt hierfür auch Support, der besser ist. Hier diese komische andere Verbindung da und so ein Kack. Braucht man nicht. Die hat er im Deck. Okay, ist jetzt eine fragwürdige Strategie gewesen, aber okay. Komm, ich kann gewinnen. Oh, geil. Ist das ein Dinosaurier? Jetzt habe ich starke Monster. Wieso habe ich die Karte nur einmal gezogen, diese scheiß jurassische Welt? Was soll das denn, ey? Ich werde die nur einmal im Deck. Das ist so mega gut. Eigentlich ist die so scheiße, aber diese 300 Kackpunkte machen so einen großen Unterschied bei den Duellen, ja? Paar ist auch schon wieder viel zu lang, ey. So, jetzt hat er endlich mal Pech beim Ziehen. Ich kotze gleich. So, da war meine Kotze. Jetzt bin ich richtig aggressiv. Warte mal, ich bin so dumm. Ich habe doch hier die Karte. Die kann ich doch benutzen, oder? Ah ne, kann ich ja nicht, weil der hat ja kein normales Monster. Ach, super. Hab ich ja vergessen, wie super scheiße unser Deckbuilding ist, obwohl das ja Bastion Misawa ist, der so super toll spezialisiert darauf ist, tolle Karten zum Beispiel. Oh. Natürlich hat der Kraft der Magie. Klar, ja, jaha, auf jeden Fall. Dich gleich so hart, ey. Hier, stirb. Verlier alle deine Karten, bis auf eine. War da gut getan. Das war richtig fruchtig, richtig knusprig. Und ich habe jetzt auch noch gewonnen, weil der hat trotzdem 6 Angriffspunkte. Und wenn der jetzt nicht gerade die dümmste scheiß Feinkarte der Welt hat. Ach, warte, weil der hat eh mehr Angriffspunkte. Fuck yeah. Wie scheiße. Das ist schlimmer als Dark Souls, das Spiel. Da hast du mehr so ein befriedigtes Gefühl, wenn du hier gewinnst. Boah, ist das schlimm gewesen. Okay, als nächstes werden wir dann gegen Night Shroud spielen. Gegen ein Rotaugendrache-Deck, was bestimmt voll gut ausgeprägt ist mit dem ganzen neuen Support. Und das als Jaden mit seinen komischen... Ich habe so Angst vor diesen Neos-Karten, ey. Oh. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hasst mich nicht. Tschüss.